Punch right arm in 3, 2, 1. Hier ordentlich Spannung in den Armen halten, also wirklich ganz stark den Arm anspannen und direkt nach vorne, also nicht nach unten oder nach oben, sondern direkt nach vorne boxen. Punch left arm in 3, 2, 1. Shoulder press in 3, 2, 1. Hier die Arme schön nach oben drücken. Stellt euch einfach vor, ihr würdet eine Stange halten und die mit ganzer Kraft nach oben drücken. Und schaut hier auch, dass die Ellenbogen wirklich an den Seiten sind und nicht nach vorne abdriften. Shoulder press and hold left arm in 3, 2, 1. Hier das gleiche wie eben, aber der eine Arm wird gehalten und zwar waagerecht. Shoulder press and hold right arm in 3, 2, 1. Shoulder press variation left in 3, 2, 1. Achtet darauf, dass der Bauch immer schön fest ist und dass ihr nicht im Hohlkreuz steht. Shoulder press variation right in 3, 2, 1. Triceps press in 3, 2, 1. Hier müssen die Ellenbogen, soweit es geht, am Kopf bleiben und auch schön nach hinten gedrückt werden. Und die Unterarme gehen immer hoch und runter und so weit nach hinten, wie es nur geht. Triceps press and shoulder press in 3, 2, 1. Okay, ich gebe zu, das ist ein bisschen schwierig mit der Koordination. Wie man sehen kann, hatte ich auch meine Schwierigkeiten hier. Hat am Vortag besser gepasst, aber man muss erstmal reinkommen und dann klappt's. Chest press in 3, 2, 1. Hier auch schöne Spannung halten und darauf achten, dass die Ellenbogen nicht zu weit nach unten kommen, dass es schön waagerecht bleibt und die ganze Zeit die Arme anspannen.
arm hold in 3, 2, 1. Die Arme bleiben schön waagerecht, nicht nach oben und schon gar nicht nach unten abdriften. Flappy Bird in 3, 2, 1. Hier ganz kleine Bewegungen machen, wie ein kleiner Vogel, der versucht nach oben zu fliegen. Ich weiß, dieser Teil ist jetzt sehr, sehr anstrengend, aber durchhalten. Arms cross over in 3, 2, 1. Hier ganz kontrolliert bleiben, also nicht die Arme irgendwie zu den Seiten werfen, sondern schön kontrolliert übereinander scheren und auch hier waagerecht bleiben. Arms up and down in 3, 2, 1. Auch diese Übung muss wirklich sehr kontrolliert ausgeführt werden. Nicht die Arme nach unten fallen lassen, also nicht, dass sie sich berühren, sondern sie werden nicht mal an der Hüfte angelegt und wieder nach oben geführt. Also ganz langsam und kontrolliert. Biceps curl in 3, 2, 1. Damit ihr diese Übung spürt, müsst ihr wirklich die Arme ganz doll anspannen und die Ellenbogen schön am Körper lassen. Arms up and down and biceps curl in 3, 2, 1. Palm down in 3, 2, 1. Auch diese Übung langsam und kontrolliert ausführen, nicht die Arme schlackern lassen und schön anspannen dabei. Rotation in 3, 2, 1. Hier malt ihr mit euren Armen ein großes C. Achtet aber darauf, dass die Hände nicht über die Schultern kommen und dass die Arme auch da gerade bleiben, also dass es nicht zu weit nach oben kommt. Backwards pause in 3, 2, 1. Hier müsst ihr euch vorstellen, als ob ihr in einem Boot sitzen würdet und als ob ihr das Wasser nach hinten schiebt, damit ihr vorwärts kommt. Arm wing in 3, 2, 1. Bei dieser Übung ganz leicht nach vorne gebeugt stehen und die Arme bleiben gerade und das wird wieder langsam und kontrolliert ausgeführt und die Arme schön anspannen. Deep like an overdose, you're the antidote. Loose and sleep, I'm in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived.
And we're done in 3, 2, 1. Good job!